Ja, ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin mit dem Schwerpunkt Gesundheit, körperlicher und physischer Art. Okay, wie setzt du das um in deiner Praxis? Ja, also seit 1999 bin ich selbstständig als Persönlichkeitstrainerin, habe angefangen mit Kommunikation, Rhetorik, Körpersprache, Umgangsformen und da halte ich sehr, sehr viele Seminare dazu und Vorträge. Und dann bin ich so im Laufe der Zeit dazu gekommen, dass eben diese Entwicklung nach außen, diese Ausstrahlung, das Charisma, dass es nicht nur durch dieses Training so im Oben passiert, sondern eben auch das Untere sehr wichtig ist, die Wurzeln des Menschen sehr wichtig sind. Und daraufhin habe ich dann eine Aufstellungsausbildung gemacht, Kinesiologie, Gesundheitsberater. Und seit 6 Jahren bin ich in diversen Ausbildungen bei Dr. Rüdiger Dahlke und habe eben da eine integrale Medizinausbildung und eine Fastentherapeuten, Gesundheitsberater, Ernährungsberater, Atemtherapeut, Wassertherapeut, also ein sehr, sehr breites Spektrum, um praktisch im Ganzen zu unterstützen. Ja, ich habe da mehr oder weniger tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Also das ist. Möchtest du mehr erfahren von meinem Interviewgast, dann melde dich jetzt an.